Hallo Leute, willkommen zurück zu meiner Crastoria-Serie. Und der erste Programmpunkt heute ist ein paar mehr Gewächshäuser, denn wir kommen nicht nach mit der Produktion von Holz. Und wir können das einfach hier kopieren und die Roboter, die Bauroboter, werden das dann schon erledigen für uns. Und wir fahren weiter gleich zum nächsten Projekt. Hier drüben. Kupfer ausgegangen. Kupfer ausgegangen, weil kein Kupfer mehr. Sprich, wir brauchen mehr Kupfer, das reinkommt, als von diesem Feld hier. Sprich, wir schließen ein zweites Feld an, nämlich das da oben. Da habe ich schon mal bei den Aliens aufgeräumt, aber wahrscheinlich müssen wir da ein bisschen mehr aufräumen, bis wir da oben sind. Für hier oben werden wir etwas Landfill brauchen und eine Zuglinie da nach oben. Vielleicht machen wir die hier hoch. Möglicherweise mit einem Kreisel hier. Denn dann können wir gleich mehrere Felder anschließen. Gut, das ist zuerst mal der Plan. Da müssen wir dann schauen, wie es mit der Ausführung aussieht. Ach ja, und ich habe hier ein Sandband gelegt von dieser Lagerhalle hier rüber und da rein, so dass wir zuerst diesen Sand von der Lagerhalle verbrauchen, bevor wir den Sand nehmen, den wir hier aus den Steinen gewinnen. Und das sollte uns doch etwas helfen beim Verbrauch vom Sand. Und dann kann ich mal schauen, wie wir da die Zuglinie hinbekommen. Der Bahnhof ist bereit. Das Kupferfeld ist angeschlossen, noch nicht mit Strom. Denn ich möchte hier etwas Neues ausprobieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier rund um das Feld unsere Luftfilter platziert und die sind hier an einem Kreisband angeschlossen, wo wir die gebrauchten Filter rauslegen und frische reinholen. Aber weil wir das nicht an unser Logistiknetzwerk anschließen, wo wir hier unten die Reinigung haben, brauchen wir hier eine andere Lösung. Und zwar werden wir die hier oben reinigen. Wir machen das so. Und wir brauchen da nur ein ganz klein wenig Wasser. Habe ich einen Tank? Ich habe einen Tank. Dann eine Pumpe. Da machen wir noch so eine Pumpe dran. Dann verbinden wir hier, denn hier wollen wir nur pumpen. Wir wollen Wasser pumpen, wenn weniger als
1000 da drin ist. Und dann hier das Schmutzwasser. Das wollen wir dann gleich wieder reinigen. Und zwar machen wir hier Kupfer draus oder Kupfererz. Nehmen wir doch filternde Greifarme hier mit, denn hier, da bekommen wir ja auch Stein raus. Und den Stein, den legen wir hier rein. Stein. Wunderbar. Und dann haben wir hier Kupfer. Kupfer. Legen wir hier oben mit drauf. Gut, dann rein, rein, raus, raus. Hier das noch verbinden. Und hier denke eine Holzkiste dürfte genügen. Und packe ich hier mal die Hälfte rein und da die andere Hälfte. Gut, gut, gut. Und wenn wir jetzt hier noch Strom anschließen, da hinten ist ein Miner, der keinen Strom hat. Und sobald die Filter da vorbeilaufen und das Band ist lange genug, sodass dass wir nicht das Band mit Filtern füllen, sodass immer Platz ist zum gebrauchte Filter mit rauslegen. Und das sollte dann funktionieren. Wir werden da etwas abwarten müssen. Und nun, da wir alles angeschlossen haben, kann ich auch diesen Bahnhof die Zugsbeschränkung auf 1 machen. So dass wir auch Züge hier hinbekommen. Die Stahlkisten fehlen noch. Die wären noch gut. Die hole ich noch rasch. Vielleicht fordere ich mir die auch an. 20 Stück. Gut. Und bis ich zurück bin,
dürften wir auch sehen, wie das mit der Reinigung der Luft funktioniert und ob das ein Setup ist, das sich lohnt, wie es funktioniert, oder ob wir am Ende immer noch zu viel Verschmutzung haben, die sich ausbreitet, aber ich bin zuversichtlich. Und da kommen die ersten verbrauchten Filter. Wir werden nicht alle gleich reinpacken können. Ein paar bleiben auf dem Band liegen. Aber wir haben ja ein paar zusätzliche saubere Filter, so dass wir hier immer genügend im System drin haben. Hier haben wir bald genügend Schmutzwasser, um das erste Mal zu reinigen. Und dabei sind noch keine Metalle rausgekommen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir schon hier oben sind, wir können sehen, okay, mag nicht die ganze Verschmutzung schlucken, aber ich denke, wir hätten einiges mehr ohne die Filter. Und da nebenan ist ein kleines Eisenerzfeld. Ich denke, das können wir gleich auch noch anschließen, denn dann können wir den Loop mit den Filtern hier auch für Eisen machen. Und wir werden aber auch das Feld hier unten anschließen, denn wir brauchen mehr als was uns das Feld da drüben liefern kann. Zumindest auf lange Sicht. Gut, ich mach das mal und dann schauen wir, was wir sonst noch tun können. Das Eisenfeld hier unten ist nun auch angeschlossen und ich habe auch ein paar Züge hinzugefügt, so dass wir pro Erzfeld einen Zug haben, sprich wir haben drei Züge für Eisen und zwei für Kupfer. Ich glaube, das können wir hier auch sehen. Ja, hier haben wir drei. Da haben wir zwei. Und das sind Züge, die noch nirgendwo hinfahren, denn die brauchen wir noch nicht. Aber damit, wenn wir jetzt hier oben hinschauen, Kupfer sieht gut aus, Eisen sieht gut aus. Glas könnte besser sein, da habe ich mal auf rote Bänder abgegradet, damit wir hier mehr durchbekommen. Bringt natürlich nichts, wenn wir von hier hinten nicht mehr bekommen. Aber es sollte zumindest etwas besser funktionieren. Und hier unten habe ich keine Luftfilter platziert, denn hier haben wir doch ziemlich grüne Vegetation und die nächsten Beißernester sind hier unten. Da muss ich ein Auge drauf haben, dass wir die dann rechtzeitig aus dem Weg räumen, bevor die Verschmutzung die Nester erreicht. Aber das war's für heute. Wir haben uns die Rohstoffe besorgt, die wir brauchen. Und ich denke, nächstes Mal geht es daran,
hier oben zu schauen, wie bekommen wir hier ein besseres Setup hin, elektrische Schmelzen und vielleicht hier ein Layout, das so funktioniert, dass dann auch alle Chemiefabriken mit Erz versorgt werden können. Aber das ist ein Projekt für nächstes Mal. Für heute reicht's. Also bis dann und tschüss!